Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wenn das schon mal ziemlich stehen geblieben, als wir noch weitere 200 Cooling-Systems für ja, mehr Werkstätten benötigten. Da möchte ich auch weitermachen. Es gibt nur ein kleines folgendes Problem noch, was ich so nebenbei mitgekriegt habe. Wir brauchen dafür eine Menge von allerlei Ressourcen. Genau, die Werkstatt lasse ich ja stehen aus Gründen. Aber die Manufactory. Eigentlich wollte ich nämlich auch gar nicht hier hin, sondern da hinten hin, wo die ja hergestellt werden. War da noch ein Fuß am, also ein Sockel an Ding dran? Verdammt noch eins. Na gut. Und zwar müssten hier 200 drin sein, wenn ich das Spiel vorher gelaufen lassen gehabt hätte. Genau. Das war ja das Thema. Ich wollte das Spiel vorher laufen lassen. Gut. Dann können wir grandioserweise noch nicht wieder in Basis 2. Dann gucke ich lieber, dass ich in Basis 1 weiter mich dran halte, die Sachen voranzutreiben. So zum Beispiel. Gucke ich, hier sind es 224. Wir brauchen nach wie vor davon, ich glaube, es waren 10.000. Ja, doch, es waren 10.000. So, also 8.000 sind da. Warum 8.000? Weil natürlich die 88 daher kommen, weil ich hier hinten die Dinger noch nicht markiert habe. So, also hier 8000, 2000 müssen noch produziert werden. Dafür brauche ich allerdings dann doch noch mal ein bisschen mehr Stahl, stelle ich gerade fest, weil das Stahl geht mir gerade aus und viel Stahl wie Stahlbeton wird nach oben umgeleitet. Deswegen fahren wir doch, oder warte, will ich wirklich hinfahren? Fahre ich zur Basis 2, fahre ich nicht zur Basis 2? Ich meine, ich könnte auch hinfliegen und wieder zurück, aber ich glaube, das dauert wesentlich länger. Ach, wisst ihr was? Einfach hier hin und ab dafür. Bevor ich noch länger überlege. Gut, während der Fahrt würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut und wir sehen und hören uns gleich in Basis 2 wieder. Okay Leute, wir fahren gerade soeben ein. Ich lasse den Zug von selber auspendeln. So. Sehen, ab wann abgehen. Okay. Aber diese Linie ist ganz gut zu wissen. So, wollen wir noch Plastik mitnehmen? Ich meine, Plastik kann ich immer gebrauchen, theoretisch gesehen. Ne? Ach, egal. Wir nehmen jetzt nur Stahl mit. Okay, ich kann noch Plastik mitnehmen. Ich habe gerade noch ein bisschen Platz mit. Bump. Und dann geht's zurück auch schon wieder. Eigentlich völlig uninteressant, aber bevor es heißt, ich mache irgendwelche Kleinigkeiten wieder ohne euch, nehme ich euch lieber mit und zeige euch, was gerade Phase ist. So, ich muss ein bisschen von der Strahlung weg. Ich will nicht so schnell meine Strahlenschutzfilter aufbauen. Da kommt gerade der Strahlungsmüll an. Oh, ich muss zusehen, dass ich das fertig kriege, Leute. Es lässt mir halt so lange auch keine Ruhe, bis ich dann wirklich die Strahlungsmüllverarbeitungskette vollständig habe. Und ich dann sagen kann, jupp, jetzt wird der Strahlungsmüll endgültig verarbeitet, entfernt, beseitigt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen kann. Ihr wisst aber auf jeden Fall, was ich meine. Gut, dann bis gleich. Leider. Okay, da sind wir wieder. Ich habe gerade was festgestellt, was mir gar nicht gefallen tut. Es war wieder nur ein Grafikbug, aber ich mag es einfach nicht, wenn die Rohre nicht vervollständigt aussehen. Das ist... Ah, please, fix it! Aber das triggert mich halt wirklich aufs Äußerste, wenn dann da sowas kommt, so, ach ja, hier, ich bin Rohr, aber ich bin nicht vollständig. Was auch triggert ist, wenn die Textur angezeigt wird, obwohl nichts da ist, ab und zu. Also hier die Laufbänder dann beispielsweise, ne? Aber dann gesagt wird, hier, wir haben Plastik, aber wir haben kein Plastik. Oder hey, wir haben, ne? Also Rohstoffe XY, dann in dem Fall. Ja, das ist Plastik. Und ich muss natürlich logischerweise 200 für mich behalten. Einfach aus Prinzip.
damit ich nicht komplett durcheinander komme. So, jetzt wird wieder hier Plastik hinten gepumpt. Gummi ist auch mehr oder weniger da. Ja, jetzt kann ich eigentlich wirklich nur abwarten gerade. Zum einen, dass die 2000 Träger hier fertig werden. Und zum anderen, dass drüben die 200 Cooling Systems ready to slurp sind. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt wirklich gerade nur wieder Aufnahme pausieren, kurz abwarten und euch dann wieder dazu holen, wenn einer der zwei Sachen erledigt ist und ich euch das dann zeigen kann. Weswegen ich jetzt einfach mich stumpfsinnig, wo kann ich mich denn hinstellen? Oder was bringt denn? Ups. Ja, ich muss mich irgendwo hinstellen, wo ich dann relativ flott von A nach B. Ach, wisst ihr was? Ich stelle mich einfach direkt hier drauf. Und wenn was ist, dann einfach mal kurz so. So, von daher, bis gleich. Okay, Leute, ich unterbreche ganz kurz den Break. Ihr seht, 868 von den Stahlträgern haben wir schon. Was ich aber noch nicht geprüft habe, tatsächlich, es ist nicht geboostet. Das heißt, ich kann natürlich nochmal boosten, um halt etwas mehr rauszuholen. Genau, hier. Und hoffe, somit noch mehr Tempo auch reinzubekommen. Hallo? Uran? Keine Strahlung? Warum? Soll mir recht sein, also so ist nicht, aber es ist schon suspekt, ne? So, 12 pro Minute. Genau genommen 12 und ein halber quasi. Das sollte das Tempo ordentlich anziehen und aus den 874. Moment, ich klammer das noch ein. Ja, 876. Also sollte in kürzester Zeit daraus das machen, was ich benötige. Oh. Jetzt aber trotzdem gerade noch dennoch die Frage. Okay, hier ist definitiv Strahlung. Und ja, Sulfuracid kommt über zwei Quellen. Einmal über diese, die hier unten längs geht, weil das hinten sich aufstapelt, und über die andere. Aber warte mal, warum? Warum strahlt das denn nicht mehr ab? Ich meine, ich will es nicht schlecht finden, aber auch nicht gut finden. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Eigentlich müsste das doch auch genauso strahlen. Hm. Hier strahlt es. Hier strahlt es nicht. Hm. Komisch. Egal, nicht so wichtig. Viel wichtiger, ihr seht, es geht jetzt etwas schneller. Wir haben jetzt schon 892, ne? Und brauchen somit 1116. Bitte wie 1106. Sorry. Warte, das sollte ich echt nochmal lernen. Irgendwie, wirklich, in letzter Zeit sind meine Mathekenntnisse immer mehr zurückgegangen. Was ist los? Kaum hat man keinen Schulalltag mehr, verlernt man Mathematik oder was? Und auch sprachemäßig, also Deutsch, ne? Das ist ganz schlimm bei mir geworden. Ich habe manchmal Probleme, die Wörter zu finden, die ich eigentlich ja immer alle beisammen hatte. Keine Ahnung, als würde so ein Wurm alles aus meinem Gehirn fressen, was relevant ist. So Mathe, Deutsch, also Sprache, ne? Gut, es liegt aber auch daran, ich lerne momentan auch viel Japanisch, wegen
der Reise mit meiner besseren Hälfte, von der ich ja schon häufig genug erzählt habe, also von der Reise, ne? Und klar, man könnte jetzt wieder sagen, Alter, gönn dir doch einfach den scheiß Dolmetscher, egal wie teuer das ist. Aber es ist ja nicht einer. Zumindest soweit ich erfahren habe, sind das ja drei oder vier im Wechsel im Durchschnitt. Und dann ist das auch ein saftiger Batzen Geld, der da reinfließt. 316, die sind aus. Aber hier ist alles an natürlich, klar. Aber die da hinten sollten alle aus sein. Genau, hier staut sich alles ohne Ende auf und sorgt dafür, dass das hier immer weiter sich ansammelt. Ach ja, was auch noch war. Einmal einen prüfenden Blick. Boah, Treibstoff sieht gut aus. Hört sich auch gut an hier, ne? Ich hätte gerne noch so eine Art Treibstoffanzeige, also geschweige denn, ja, Flüssigkeitsanzeige, damit man weiß, wie viel. Aber ich sehe schon, wir müssen bald wieder Bremse reinhauen, was das anbetrifft. Denn die obersten drei Kanister sind so langsam leer. Wir laufen nur noch auf den unteren zwei, so ganz grob gesehen. Na gut, das heißt, demnächst wieder, also bald, wieder den Strom etwas runterdrehen. Die Frage ist natürlich, geht das überhaupt? Also, kann ich da einfach so... Moment. Das reparieren irgendwie? Nee, ich kann das nicht. Ah, da hätte ich cleverer bauen müssen. Aber tatsächlich muss ich dann jetzt mal ganz kurz. Hoppla. Ganz kurz ausschalten hier. Damit diese Sachen hier alle nicht mehr laufen. Und mal ganz kurz alle Stromdinger hier ausschalten. Ich glaube, ich habe ja tatsächlich wirklich alle angeschaltet. Und das sind ja nur so 100 Dinger. Ah, das wird lustig. Naja. Macht mir jetzt zum Glück keine Probleme hier, das Abschalten. Ich muss halt nur so viel anlassen am Ende dann, dass es noch für den aktuellen Stand reicht, der jetzt gerade versorgt werden muss. Ja, das könnte eine Weile dauern. Deswegen, weil ich mich hier wieder ein abnerve mit dem Ausschalten, würde ich sagen, sehen und hören wir uns gleich wieder, wenn ich damit durch bin mit den Abschaltungen. Weil das mache ich jetzt immer offen. Von daher bis gleich. Okay, Leute. So langsam kommen wir gen Ende wieder hier vom Abschalteprozess. Und ich muss mir echt mal einfallen lassen, wie ich das vielleicht doch nochmal etwas, ja, sagen wir mal, cleverer lösen kann. Ich kann bestimmt irgendwie sagen, okay, hier funktioniert nicht. Ne, und dann funktioniert er doch und keine Ahnung. Aber momentan muss ich mich darauf einfach einigen, dass ich hier sage, okay. Ich schalte ja einfach ganz halt sie ab und wieder zu, ne? Also aus und an. So, ich brauche tatsächlich die gar nicht. Das sind alle jetzt aus, ne?
und es kann sich wieder auffüllen. Gottlich gedankt. Aber okay. Das heißt, ich brauche die für die Grundproduktion, brauche ich die gar nicht. Ich habe einen Grundstrom von... ja, 8000 etwas. Maximal Konsum ist gerade mal bei 7000. Also mehr da, als konsumiert wird. Tatsächlich. Das ist eigentlich sogar in Ordnung. Grandioserweise ja auch mit diesen... mit der Tatsache, dass ich ja... sag mal schnell... auch noch hier die Sachen produziere. So, 956. Ja, dann haben wir da bald auch... oh. Stahl ist tatsächlich leer gegangen in der Zwischenzeit. Hm. Ja, dann wisst ihr, was ich schon wieder mache? Richtig, nochmal rüberfahren. Aber gut, 956 und der Container war leer, ne? Das heißt also ungefähr 700 Stück kann ich im Container produzieren, dann muss ich mir wieder mehr Stahl holen. Ist natürlich auch so eine Sache, ne? Na gut. Dann würde ich sagen einfach, bis gleich. Okay, Leute, da sind wir dann auch schon angekommen. Und ja, ich habe gemerkt, wir sind schon bei knapp 16, 17 Minuten rum. Deswegen versuche ich jetzt so flott wie möglich das zu erledigen. Warte mal, was ist eigentlich das hier? Achso, Cadmium Ohr mitten im Boden, genau. Ja, Plastik produziert hier sich weiter bis zum geht nicht mehr. Und Stahl haben wir auch ohne Ende. Plastik noch mal ein bisschen mitnehmen. Ich meine, das ist die perfekte Produktion hier hinten, ne? Es ist natürlich klar, dass hier sehr viel sich produziert, aber Plastik habe ich kein Problem mehr. Das nächste, was ich dann noch pushen muss, ist Gummi. Als nächstes. Und was ich auch noch pushen muss, ist gleich mal wieder ja, mein Vorrat an Treibstoff. Ich bin dann schon wieder auf 400 runter. Ey, das ist doch unfassbar. Also ab 200 wird dann kritisch, weil da weiß ich dann, da kann ich nicht mehr allzu viel machen. Aber 400 ist schon der Hinweis, okay, hol dir mal wieder ein 100er Stack. Aber gut, ich muss mal wieder ganz schnell weg, denn das dauert jetzt wieder die Fahrt zurück. Von daher, bis gleich. Und weiter geht der Spaß. Ich meine, naja, was heißt Spaß? Ich meine hier, ne, die Versorgungsgeschichte. Meine Gummi ist auch schon wieder auf Sparflamme unterwegs. Kann ich eigentlich temporär, weil ich ja gerade Plastik mitgebracht habe, auf Gummi umschalten. Und dann wird hier wieder ordentlich Gummi reingepumpt. Hm. Was mir gerade auch einfällt. Ah, das kann ich mir auch einfach hier wieder rausnehmen. 200 Plastik habe ich mich gerade vergessen, mir wieder ins Inventar zu packen. Obwohl ich die halt benötige, ne? So, Stahl. Und halt wirklich nur noch die Cooling Systems und ja, dann sind wir eigentlich auch durch mit der Produktionskette. Dann müssen wir eigentlich nur noch auf die Sachen warten, dass wir sie alle haben, ne? Ich meine, gut, es fehlen nur noch 1030, BZW 1024, wenn man es ganz genau nehmen möchte.
Aber trotzdem, ne? Diese 1000 Stahlträger müssen halt noch gesammelt werden. Und da muss ich ja alle Laufbänder noch wow, das war mehr Glück als Verstand. Alle Laufbänder noch verbinden mit dem, was sie, wo sie angeschossen gehören. Meine gut, mein Stuhl nervt mich im Moment gerade. Moment, doch. Meine gut, anschließend ist relativ. Wir gucken nochmal. Wir haben ein ruckelndes Spiel, weil es wieder speichert. Nee, weil es einfach ruckelt. Okay. Also, wir haben 4000 von den Magnetstangen, nenne ich es jetzt. Wir haben definitiv 20.000 von den Batterien. Und wir haben 8.000 von den Stahlgestänge, da also von den Trägern. Das heißt, wir brauchen ja nur noch diese 2.000 fehlenden, die gerade produziert werden. Vielleicht nicht unbedingt alles aus Versehen mitmarkieren hier. Wenn man Shift und Steuerung verwechselt mal, ne, passiert ja mal. Gut. Jetzt sind schon 9012, also sind hier schon wieder 1000 zusammengekommen. Moment, es sind schon 1000 zusammengekommen. Oh, tatsächlich. Die 14, 16. Ja, die 16, die ich da habe, lasse ich da drinne. Denn das sind die letzten 16 vor den 1000. Und somit, ja, wie gesagt, so, 9000. Da seht ihr die Zahl. Also 1000 fehlt noch, dann haben wir es durch. Dann haben wir diese Produktion auch ready. Und dann muss ich eigentlich oben nur noch die Produktion durchlaufen lassen für die 1000. Hier. Na, ihr wisst schon was. Und dann bin ich eigentlich auch komplett durch. Dann fehlt am Ende nur noch dieser Stapel hier, wo aktuell. Wie viel ist da drin? 643 ist da gerade mal drin. Ja. Von mindestens 4000, also sind es noch 3000 paar hundert, ne? Eigentlich könnte ich sagen, okay, ich lasse das jetzt ein bisschen in Off laufen einfach. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von der ganzen Chose. Genauso ist auch nicht Sinn und Zweck, wie schnell, wie viel hier weg geht, sag ich mal so, und wie schnell hier was weggeht. Gut, ich könnte sagen, okay, temporär Stahlbeton ausbremsen. Ist natürlich keine Dauerlösung. Das ist auch nicht viel. Also nur heißer Tropfen auf den Asphalt.
Ja gut, aber ich kann hier auch nicht viel mehr Stahl produzieren, als ich gerade schon tue. Das Einzige, was ich machen kann, und da habe ich ja erst vor kurzem angefangen, mal zu gucken, was meine Produktion 2 hier vor Ort sagt, die was nochmal produziert. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen. Den grandioserweise produziert hier hinten irgendwie noch irgendwas. Da hinten noch was anderes nämlich. Ich habe nämlich aber schon wieder vergessen, was. Ist der Witz. Was produzierst du mir nochmal Feines? Ach, es sind Rotoren, genau. Wofür waren die Rotoren nochmal? Für die Motoren, ne? Ah, kann ich ja schon mal mitnehmen. Aber ihr seht, ich bin fleißig dabei, meinen Vorrat an Sachen natürlich auch weiter voranzutreiben. Klatsche ich hier gegen? Ja, war ja abzusehen. Es war irgendwie abzusehen. Nee, Rotoren werden keine benötigt. Kann ich also komplett aus meinem Inventar quasi verbannen, so gesehen. Aber die werden ganz viel hier benötigt für Motoren und Statoren werden benötigt für die Motoren, so wie hier auch Statoren und Kabel für diese ganze Chose. Und ich sehe schon wieder hier ein langsames Laufband, was mich schon wieder reintriggert. Langsame Laufbänder triggern einfach nur. Ich weiß nicht warum, aber sie triggern mich halt inzwischen. Na gut, hier kommt eh so viel raus, dass es halt, ja, instant auf dem Laufband ist, ne? Na gut, ist ja nicht so schlimm. Bloß bei längeren Wegen sollte es natürlich ein schnelles Laufband sein. So wie hier zum Beispiel halt, ne? So 76. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich könnte eigentlich schon wieder mal einen kleinen, aber feinen Break machen. Weil es dauert ja jetzt wieder, bis ich 1000 habe. Und ich glaube, ja, es ist sogar außerhalb der Zeit. Also ich brauche jetzt keinen Folgenbreak mehr drin machen, sondern ich mache einen ganzen Folgenumbruch. Das heißt, bis zur nächsten Folge quasi. Von daher bedanke ich mich trotzdem erstmal recht herzlich wieder fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Jetzt seht ihr mal übrigens, was ich meinte, wenn ich sage, ich will nur quasi in der Folge pausieren. Das hatte ich ja bei was war das nochmal? Naja, da, wo ich auch 1000 von brauche, gemeint, dass ich da Step-by-Step, Cut für Cut das mache, habe ich dann am Ende nicht und habe das dann in 3 Parts, glaube ich, aufgeteilt. Aber jetzt hat es ja mal hingehauen mit den kurz immer pausieren. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht mehr gleich brauche, weil ich lasse das, wie gesagt, jetzt einfach mal für eine stolze Stunde einfach hier mal sich vor sich her eiern. Dann sollte das eigentlich die 1000 erreicht haben. Sollte es nicht so sein, muss ich natürlich kurz nochmal rüberfahren und Stahl holen. Das ist ja nicht sonderlich interessant, das wisst ihr ja inzwischen. Und ansonsten würde ich sagen, natürlich, wenn ihr selber das Spiel spielt, macht auf jeden Fall nicht den Fehler wie ich, sondern plant eure Fabrik wirklich von Grund auf. Ne? Rechnet genau aus, lasst euch alle Infos von den Geräten geben, die ihr braucht. Also sucht euch da wirklich schlau, ne? Und dann könnt ihr das auf jeden Fall wesentlich schneller als ich wahrscheinlich hinkriegen und wahrscheinlich auch wesentlich besser. Und müsst nicht 30, 40, 50 mal irgendwie provisorisch irgendwas um- oder aufbauen oder hinbauen, sondern habt einfach eine fertige Fabrikkette, die dann halt, sag ich mal, Produkt X abbaut, Produkt Y herstellt, Produkt Z erzeugt, ne, und so weiter. Ne?
Na gut, ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao. Tschüss.